Herzlich willkommen zu unserem Video Beweglichkeit von Ionen sichtbar machen. Hier siehst du die Materialien, die wir für den Versuch brauchen. Ich beginne mit den Salzen. Ich brauche das blaue Salz Kupfersulfat und ein anderes Salz, das Kaliumpermanganat heißt. Das Kupfersulfat löst sich in Wasser und wir erhalten eine blaue Lösung. Kaliumpermanganat in Wasser gelöst ergibt eine lilafarbene Lösung. Diese beiden Salzlösungen will ich in unserem Experiment untersuchen. Wir wollen heute mit dem Experiment die Fragen klären, wie verhalten sich gelöste Salze im elektrischen Feld? Was ihr für dieses Experiment bereits wissen solltet, Salze bestehen immer aus Kationen und Anionen, die über eine Ionenbindung gebunden sind. Kationen sind die positiv und Anionen die negativ geladenen Teilchen. Außerdem solltet ihr wissen, dass Salzlösungen den elektrischen Strom leiten. Für unser Experiment fertige ich als erstes ein Agargel für die Ionenwanderungszelle an. Das mache ich mit Agar und Kaliumnitrat in einem Mischungsverhältnis von 3 zu 10. Von dieser Mischung verrühre ich 1 Gramm mit 20 Milliliter destilliertem Wasser. Das Ganze wird so lange erhitzt, bis sich am Boden des Becherglases Bläschen bilden. Hier könnt ihr das sehen. Dann kann das flüssige Gel in die Rinnen der Zelle gegossen werden. Nach Abkühlung ist das Gel fest und ich sauge mit einer Plastikpipette Vertiefungen für die zu untersuchenden Substanzen aus. In die eine Vertiefung pipettiere ich die blaue Kupfersulfatlösung, in die andere Vertiefung die lilafarbene Kaliumpermanganatlösung. Da wir ein elektrisches Feld anlegen wollen, es soll Strom fließen durch das Gel, setzen wir 2 Metallelektroden in den dafür vorgesehenen Spalt. Jetzt die Krokodilklemmen anbringen, das Netzgerät einschalten und den Spannungsregler hochdrehen bis auf maximal 30 Volt. Jetzt fließt Strom durch unsere Ionenwanderungszelle. Achtet unbedingt darauf, dass ihr Gleichstrom verwendet. Erkennbar ist das an der Bezeichnung DC für Direct Current im Gegensatz zum Wechselstrom AC für Alternating Current. Nach etwa 3 Minuten, hier läuft ein Zeitraffer, sieht man sehr deutlich, was bei unserem Experiment passiert ist. Beschreibt, was ihr beobachtet habt. Welche Antwort findet ihr auf die anfangs gestellte Frage? Im Erklärvideo findet ihr die Antwort. Erklärvideo Beweglichkeit von Ionen. Unser Experiment zur Beweglichkeit von Ionen wird übrigens meistens die Ionenwanderung genannt. Nachdem wir den Strom angeschaltet haben und er durch die Ionenwanderungszelle fließen konnte, haben wir beobachtet, dass sich die von der Salzlösung gefärbten Flecken bewegt haben. Und zwar in verschiedene Richtungen. Der blaue Fleck entgegengesetzt zum lilafarbenen Fleck. Um das zu verstehen, müssen wir uns unsere Salzlösungen genauer anschauen. Die Salze hatten wir in Wasser gelöst. Im Wasser liegt das blaue Kupfersulfat nicht mehr als Salz vor, sondern löst sich und es liegen Kupferionen und Sulfationen vor. Hier könnt ihr die Ionengleichung sehen. In diesem Fall ist das Kupfer-2-Plus-Ion für die blaue Farbe verantwortlich. Das tiefgestellte AQ bedeutet, dass die Ionen von Wassermolekülen umgeben sind. Wir sagen in der Fachsprache aquatisiert. Schauen wir uns die Kaliumpermanganatlösung an.
Dann sieht die Ionengleichung folgendermaßen aus. Im Wasser liegen Kalium- und Permanganat-Ionen vor. In diesem Fall ist das Permanganat-Anion für die Farbe zuständig. Wir haben also ein blaues Kupferkation und ein lilafarbenes Permanganat-Anion. Kaliumionen und Sulfationen sind farblos und daher nicht zu sehen. Zum leichteren Verständnis haben wir ein Modell angefertigt und einen Stop-Motion-Film aufgenommen. Wenn nun der elektrische Strom durch die Zelle fließt, verhalten die Ionen sich gemäß ihrer Ladungen. Die negativen Ionen bewegen sich zum positiven Pol. Die positiven Ionen bewegen sich zum negativen Pol. Das Wort Ion kommt übrigens aus dem Altgriechischen und heißt wandern. Jetzt müssen wir noch zwei Begriffe lernen. Der Pol, zu dem die positiven Ionen, die Kationen, wandern, heißt Kathode. Der Pol, zu dem die negativen Ionen wandern, die Anionen, heißt Anode. Zum Schluss müssen wir noch eine Definition besprechen, die oft für Verwirrung sorgt. Wir haben gesagt, die Anionen wandern zum positiven Pol, deshalb heißt er Anode. Die Anionen selbst sind negativ geladen, die Anode aber positiv. Die Kationen wandern zum Minuspol, die deshalb Kathode heißt. Die Kationen sind positiv geladen, die Kathode aber negativ. Zusammenfassend zu dem Experiment gesagt, wir konnten zeigen, dass sich Ionen im elektrischen Feld bewegen, entsprechend ihrer Ladung.